Moin, denn ihr Füchse und Füchsinnen da draußen. Ich bin euer Blaufuchs und ich begrüße euch wieder recht herzlich zurück hier zu Risen 3 Titan Lords. Wir haben es im letzten Part endlich mal nach Kila geschafft und ich würde sagen, wir nehmen dann diesmal wieder den guten Bones mit. Der passt ja hier perfekt. Klar. Und dann legen wir mal los. Endlich mal eine neue Insel, endlich mal was Neues zu erleben. Ich bin gespannt. Auf geht das zum Strand. Guck mal, da ist auch schon der Erste. Ist das nicht der dicke Koch, den wir noch kennen von damals? Ich glaube schon. Den erkenne ich doch auf 3 Kilometer Entfernung. Das bist du doch. Ich weiß doch deinen Namen nicht mehr, aber das sehen wir ja gleich. Hawkins. Hey, du. Hörst du das? Nein, was denn? Diese Stimmen. Die musst du doch hören. Nee. Egal. Hab mich wohl verhört. Wenn du zu uns ins Piratennest willst, dann geh einfach zum alten Wrack dort drüben im Süden. Wir haben für dich bestimmt noch einen ordentlichen Schluck Rum übrig. Geht's dir gut? Geht's dir gut? Wieso? Habe ich schon wieder einen kleinen Aussetzer gehabt, ja? Ach, egal. Ignorier das einfach. Den wirst du auch bald haben, wenn du hier bleibst. Ach ja, und pass auf diesen Krieger Borbor auf. Der Eingeborene beobachtet unser Lager schon seit Tagen. Wo ist dieser eingeborene Krieger? Er hat sich auf dem Weg in den Dschungel rauf in Richtung Südwesten niedergelassen. Lass dich aber nicht von ihm verzaubern, klar? Die Krieger der Eingeborenen machen gerne rum mit ihrem Voodoo-Zeugs. Werd's mir merken. Gut so. Da war diese Stimme wieder. Oder? Er ist, glaube ich, ein bisschen durch, der gute Mann. Aber ist gar kein Problem. Rams! Lecker. Bisschen Schildkrötenfleisch, nicht verkehrt. Siehst du nicht, dass ich mich unterhalte? Warte gefälligst, bis ich damit fertig bin. Interessant, dieses Schiffswrack. Wie viele Seemeilen es wohl auf dem Buckel hat. Na, jetzt machst du es auf jeden Fall keine neuen mehr. Da kannst du dir gewiss sein. Und ein Affe. Bam. So, guten Tag, Buddy. Hey, du da. Du hast hier nichts verloren. Sagt wer? Das sage ich. Und ich bin hier der wichtigste Mann. Ohne mich hätte hier keiner was zu trinken. Also wirst du tun, was ich dir sage. Ganz bestimmt nicht. Dein Brackwasser kannst du behalten, Bruder. Dein Brackwasser kannst du behalten. Mann, warum nimmt mich hier keiner ernst? Ich weiß ja auch nicht, Digga. Frisches Wasser ist eine wichtige Sache. Trag in Zukunft einfach weniger dick auf. Irgendwie hast du ja recht. Haben hier bald eh kein Wasser mehr und dann geht sich jeder an die Gurgel. Die Gurgel? Guck dich um, hier gibt's doch genug Wasser für alle. Es ist ein bisschen salzig, aber das geht auch. Guck dich um. Hier gibt's doch genug Wasser für alle. Oh, wir haben hier einen ganz schlauen, was? Schon mal Salzwasser getrunken? Wer das trinkt, hat wohl zu heiß gebadet. Ohne Zugang zur einzigen Wasserquelle hier auf Kila war's das. Kein Wasser, kein Rum, kein gar nichts. Wir sind erledigt. Wie gut bist denn du mit dem Messer? Was für eine Frage. Er redet hier gerade von der Wasserquelle. Wie gut bist du denn eigentlich mit deinem Messer? Wie gut bist du mit dem Messer? Hey, ganz langsam, ja? Ich will keinen Ärger. Ich meine, wie gut du ein Messer werfen kannst. Mann, sag das doch gleich. Ich würde sagen, ich bin ein ganz passabler Werfer. Ich trainiere jeden Mittag an der Wurfscheibe. Du kannst mich dann ruhig herausfordern, wenn du magst. Gerne, gerne. Warum habt ihr denn keinen Zugang zur Wasserquelle? Warum habt ihr keinen Zugang zur Wasserquelle? Weil wir ständig damit rechnen müssen, einen Speer in den Hintern zu kriegen, wenn wir uns dem Wasserfall nähern. Die Eingeborenen hier stehen nicht so auf Teilen, verstehst du? Mach ihnen ein Angebot, das sie nicht abschlagen können. Ja, klar. Wie soll das denn aussehen? Naja, du bist Pirat. Prügel geht immer. Gold regelt alle Probleme. Gold regelt alle Probleme. Und woher soll ich das Gold nehmen? Wir sind hier am Arsch der Welt. Das bisschen Gold, was ich habe, brauche ich, um hier und da die Jungs zu bestechen. Boos kann ja nicht immer auf mich aufpassen. Nee, mit dem Vorschlag gehst du bei der Sache baden. Kannst du mir nicht helfen? Ich brauche echt Hilfe. Wissen die anderen, dass euch bald das Wasser ausgeht oder hast du denen das verheimlicht? Frag nur so, es geht ja ein bisschen so um dein körperliches Wohl. Wissen die anderen, dass euch bald das Wasser ausgeht? Bist du verrückt? Da kann ich mir ja gleich mein eigenes Grab schaufeln. Ich hab mir's gedacht. Wenn Boos mitkriegt, dass wir bald auf dem Trockenen sitzen, knüpft er mich sicher auf. Hier traut eh keiner dem anderen über den Weg. Da halte ich mal lieber schön die Fresse. Ja, vernünftig. Wer kann mir denn hier was beibringen? Wer kann mir hier etwas beibringen? Was weiß ich? Mich interessieren nur meine Fässer. Es sei denn, du hast Gold. Dann bin ich der Richtige. Ja, lol.
Wo genau ist denn diese Wasserquelle? Ich guck mir das mal an. Wo genau ist die Wasserquelle? Geh einfach weiter ins Inland. Halte dich südwestlich, bis du auf einen Wasserfall stößt. Pass bloß auf, dass die Eingeborenen dich nicht gleich aufspießen. Alles klar. Ich bin ja grün mit denen, weißt du? Das ist ja der Trick. Die sind mir grün, weißt du? Wenn die mir grün sind, dann ist alles gut. Ich kümmere mich mal um dein Wasserproblem, ja? Ich kümmere mich um dein Wasserproblem. Danke, Mann. Hoffentlich bist du erfolgreich. Schauen wir mal. Kannst du mir was beibringen? Bring mir etwas bei. Nur wenn die Kohle stimmt. Alter, geil. Äffchentrainer lernen, 1+40 habe ich nicht. Panzerknacker lernen brauchen wir nicht. Meisterdieb lernen brauchen wir auch nicht. Was kannst du verkaufen? Was kannst du verkaufen? So, Spinnenstachel, eine gute Waffe. Eine Waffe. Steinachs, der hat ein paar Waffen am Start. Opferschwert, Ehre, Dietrich. Oh, brauchen wir alles nicht. Verkaufen, Plunder. Ich kann mal ein bisschen Plunder wieder loswerden. Den ganzen Silberkram und so, das hebe ich mal alles noch auf. Das will ja halt einer haben, ne? Aber sowas wie die Trinkhörner zum Beispiel, die können, glaube ich, weg. Weiß ich jetzt nicht, ob die Büsten weg können. Also bei den, beim alten Wissen habe ich jetzt Sorge bekommen, deswegen warte ich da jetzt eben erstmal noch. Federn können weg, Zungen können weg, Zähne können weg, Ohr kann weg, Spinnenbeine, Sicheln, Krallen, Tatzen, Hörner, Säuredrüsen, Äffchenschädel, Stachel, Luchsfelle, 4 Stück. Schattenzepter hebe ich mal noch auf. Ich weiß nicht, ob wir die noch brauchen. Soll es erstmal gewesen sein. Handel akzeptieren. So. Habe ich jetzt gekauft oder verkauft? Ich hoffe, ich habe gerade verkauft. Ja. Gut. Ich hatte gerade etwas kurz. Einen kurzen Moment hatte ich Sorge. Juhu. Nun geht das weiter. Hey. Was läufst du hier herum? Ich mag es nicht, wenn man hinter meinem Rücken rumschnüffelt. Ich laufe vor dir herum. Ich bin vor kurzem hier an Land gegangen. Ich bin der Kerl, der hier das Gold eintreiben soll. Wir sind uns noch gar nicht begegnet, ne? Ich bin vor kurzem hier an Land gegangen. Und willst uns beim Aufbau eines neuen Piratennestes helfen, was? Nein. Habe ich mir schon gedacht. Aber vergessen wir das Thema. Erinnert mich doch nur wieder an Takarigua. Dort brannte alles lichterloh, bis... Boom! Der Kessel explodiert ist. Alles nur noch schwarze Asche. Und Schuld hat allein Patty, diese verfluchte Hexe. Mann, was hat der Typ denn gefrühstückt? Weiß ich nicht, aber von dem Zeug will ich nichts haben. Glassplitter. Was ist denn los mit dir? Was? Du musst mal dein Mindset ein bisschen wieder in eine richtige Bahn lenken. Das geht ja gar nicht. Was ist los mit dir? Mit mir? Gar nichts. Die anderen sind an allem schuld. Erst will Patty uns alle umbringen und dann meutert Harry. Verdammtes, undankbares Pack. Kehrt mir den Rücken zu, bringt meine Männer um. Aber diese ganze Bande wird nicht mehr lange was zu lachen haben. Alles klar, beruhig dich mal. Du steckst wohl auch mit denen unter einer Decke. Ich warne dich, mich hintergeht so schnell keiner. Alles entspannt, ne? Weißt du eigentlich, dass hier bald das Wasser vorbei ist? Buddy hat ein paar Probleme mit der Wasserbeschaffung. Buddy hat ein paar Probleme mit der Wasserbeschaffung. Was? Dabei ist er dafür verantwortlich. So dankte es mir, dass ich ihn ständig in Schutz nehme. Aber egal, wenn es soweit ist, streiche ich als erstes seine Wasserration. Ja, ist ein guter... Oh, ich hab ihn jetzt... Oh. Ich wollte ihn nicht verpetzen. Was hast du für ein Problem mit Harry? Dieser untreue Hund, dieser! Jetzt krieg dich mal wieder ein. Wieso brennst du nicht einen ordentlichen rum und ihr sauft euch alle zusammen ein? Ja, das ist eine ganz tolle Idee. Die hatte ich auch schon. Aber kein Wasser, wa? Ich wollte einen ganz besonderen rumbrennen und dann... Rate mal, wen ich losgeschickt habe, um Zutaten zu holen. Und wer nicht zurückgekommen ist. Ah. Harry. Dieser hinterhältige Sack. Aber weißt du was? Du wirst zu ihm gehen und mir die Lieferung bringen. Und danach feiern wir mit all unseren Piratenfreunden ein kleines Fest und besaufen uns, bis keiner mehr steht. Bis keiner mehr aufsteht. Was hältst du davon? Klingt für mich nach einem guten Plan, kannst du mir mal sagen. Also ich rede mal mit Harry. Er weiß ja auch gar nicht, was passiert ist. Vielleicht ist er ja irgendwie in die Falle gegangen oder sowas. Vielleicht will er ja zurückkommen und... Er hat einfach nur gerade ein bisschen Probleme, kann ja sein, ne? Ich rede mal mit Harry. Sehr gut.
Dann geh zu Harry und sag ihm, er soll die Lieferung rausrücken. Und beeil dich. Mach ich. Wo finde ich Patty? Wo finde ich Patty? Die ist feige geflohen, als ich sie zur Rechenschaft ziehen wollte. Na, ist mir entkommen, das Miststück. Aber es gibt hier nur einen Ort, wo sie sich verkrochen haben könnte. Im Norden gibt es eine kleine Insel. Sieh dich am besten dort einmal um. Machen wir. Also, kleine Insel im Norden, da werden wir wohl die gute Patty finden. Ich habe dich aus Versehen verpetzt, Buddy. Das war keine Absicht. Ich dachte nicht, dass das so gleich negative Konsequenzen hat, aber gut, hatte es direkt. So, dann schauen wir uns erstmal ein bisschen um hier. Da ist ein Teleporterstein, was sehr gut ist. Er redet immer noch hier mit seiner... Was? Ob ich nicht das Ende sehe? Natürlich sehe ich es. Der Tod fordert seinen Tribut. Niemand ist vor ihm sicher. Douglas hat er bereits geholt. Und es ist nur eine Frage der Zeit, bis der Nächste von uns dran glauben muss. Du glaubst doch nicht allen Ernstes, dass er sich mit Douglas Opfer begnügen wird. Ich glaube, Hawkins geht's nicht mehr so gut. Der hat ein bisschen was hinter sich, habe ich das Gefühl. Usel. Stört dich das, wenn ich das hier eben öffne? Mal gucken. Offensichtlich nicht. Quicksafe und gucken, ob man da rangehen darf. Oh, er ist so besoffen, der merkt das doch eh nicht. Proviantkugel, Gold, aromatischer Wein. Sehr gut, dann haben wir den auch. Die Eingeborenen werden uns überrennen. Moin, Zadek. Siehst du auch diesen schwarzen Schleier über dem Wasser? Nein. Nicht wirklich. Dann ist gut. Zadek hat nur Illusionen. Zadek ist, glaube ich, ein bisschen besoffen, ne? Halluzinationen vom Rumtrinken? Nein, keine falschen Bilder, Gucho. Zadek kann sehen. Zadek sieht die andere Seite. Ah. Der Rum ist nur für das Gemüt. Du haust dir ganz schön was weg, mein Freund. Rum ist gesund und vertreibt böse Geister. So kann man das auch sehen. Sehr gesund. Und was meinst du mit andere Seite? Hier, trink das und du wirst verstehen. Damit siehst du die Welt mit den Augen eines wahren Kriegers. Alles, was du brauchst, um deinen Gegner zu besiegen, hast du nun ganz deutlich vor Augen. Ach was. Nur der richtige Stoff bringt deine Sinne in Wallung, Gucho. Jemand wie dich könnte ich gut in meiner Crew gebrauchen, so ein leicht angetrunkener Todesmutiger. Jemand wie dich könnte ich gut in meiner Crew gebrauchen. Du scheinst dich gut mit Tränken auszukennen. Zadek würde nichts lieber machen, als wieder zur See zu fahren. Doch Zadek muss bleiben. Buß braucht Zadek hier. Zadek hat Buß viel zu verdanken. Buß rettete Zadek das Leben. Jetzt hat Buß eine schwere Zeit. Buß Geist ist im Nebel. Erst wenn Buß wieder klar sieht, kann Zadek Buß wieder verlassen. Buß ist wirklich ein wenig neben der Spur. Gee. Darum bleibt Zadek, bis Buß wieder klar sehen kann. Was? Nein. Nein. Okay, machen wir so. Ich werde tiefer in den Dschungel vordringen. Kein Gold der Welt kann mich dann vor dem Verderben retten. Wen haben wir denn hier? Quinn. Und hier? Ich werde dich besser nicht aus den Augen lassen, Hank. Mach das mal. Denk nicht mal dran. Ich sehe sofort, wenn du was klaust. Ich will doch nur mit dir reden. Verzeiht meine Neugier. Aber seid ihr neu hier? Das ist korrekt. Sag mir erst einmal, wer ihr seid. Sag mir erst einmal, wer du bist. Wo bleibt mein Benehmen? Entschuldigt mein unwirsches Auftreten. Gestatten? Cunningham, Schiffsarzt und Scholastikus der hiesigen Flora und Fauna. Hast du einen Sprachfehler? Nun, ich könnte die Frage erwidern, aber ich will mich erklären. Einst diente ich auf einer Galeere der Inquisition. Ein kleiner Fauxpas erzürnte jedoch meinen Kapitän und... Nun ja, er ließ sich nun stehe ich hier immer bereit, eine helfende Hand denen zu reichen, die sie benötigen. Verstehe. Und woran bist du gerade am Arbeiten? Woran arbeitest du zurzeit? Ich denke, meine Expertise in Bezug auf die örtliche Fauna würde jemand von eurem Schlagen nur langweilen. Aber derzeit sitze ich über einem Manuskript, welches sich speziell mit der hier auftretenden Camellia sinensis befasst. Leider ist mir das letzte Exemplar dieser Pflanze durch die doch widrigen Bedingungen eingegangen. Brauchst du Hilfe, dir eine neue Pflanze zu beschaffen? Brauchst du Hilfe bei der Beschaffung dieser Pflanze? Exakt. Und dank eures Scharfsinns seid ihr geradezu prädestiniert für diese Aufgabe.
Sie wächst an sehr hoch gelegenen Orten und ist für Menschenhand nicht erreichbar. Aber eine Lösung habe ich bereits in der Hinterhand. Ich auch. Such dir eine andere Pflanze. Ja, dann lass mal hören. Ja, dann lass mal hören. Habe ich also euer Interesse geweckt? Sehr schön. Ein aufmerksamer Zuhörer ist mir stets ein willkommener Gast. Ja, komm einfach zur Sache. Ich habe hier eine Puppe der Eingeborenen. Mit ihr ist es dem Anwender möglich, sich in einen Papageien zu verwandeln. Aufgrund der Flugfertigkeit dieses Geschöpfes sollten auch größere Höhen kein Problem mehr darstellen. Würdet ihr die Versuchsperson spielen und mir mit Hilfe der Puppe die Pflanze beschaffen? Wie bist du an diese Voodoo-Puppe rangekommen? Wie bist du an die Voodoo-Puppe gekommen? Nun, auf einer meiner Erkundungstouren entdeckte mich einer der Eingeborenen. Um meine gute Absicht zu offenbaren, teilte ich mit ihm meinen Proviant. Er gab mir im Gegenzug die Puppe. Aha. Leider ist meine höfliche Art und Weise den anderen Piraten hier weit weniger geläufig. Da wundert es auch nicht, dass das neu aufgebaute Vertrauen bald dahin war. Gib her die Puppe, ich besorg dir die Pflanze. Gib her die Puppe, ich besorg dir die Pflanze. Vortrefflich. Hier, nehmt. Ich empfehle euch, die Felsplateaus südlich von hier nach der Pflanze abzusuchen. Alles klar. Gibt's eine genauere Beschreibung, wo ich nach dieser Pflanze suchen kann? So ein bisschen genauer. Gibt's eine genauere Beschreibung, wo ich die Pflanze finden kann? Nun, etwas einfacher ausgedrückt, geht ihr wie folgt vor. Folgt dem Pfad, der hier in den Dschungel führt, und haltet euch dann, soweit es geht, süd-südwestlich. Sobald ihr dann den Talkessel der Eingeborenen erreicht habt, seht ihr mehrere Felsplateaus. Achtet auf die linke Felswand, dort müsste sich ein Bauwerk der Eingeborenen befinden. Um zu diesem Bauwerk zu gelangen, ist die Puppe vonnöten. Geht jedoch mit Bedacht vor. Über eine weitere Puppe verfüge ich nicht. Ich werde aufpassen, okay? Ich habe noch ein paar Fragen. Nur zu. Pass auf. Was weißt du über Kila? Nun, Fakt ist, dass nicht nur die Insel, sondern auch der ansässige Eingeborenenstamm den Namen Kila trägt. Das Klima hier ist zweifelsohne als tropisch zu bezeichnen, was sich auch in der Artenvielfalt widerspiegelt. Die Natur zeigt sich hier in ihrer schönsten Form, zu sehen an meinen Freunden, den Papageien. Wie kommst du mit den Piraten zurecht? Nun, eine friedliche Koexistenz sieht gewiss anders aus. Aber solange jemand diesen Flegeln hilft, gegen Skorbut gewappnet zu sein, werde ich in Ruhe gelassen. Des Weiteren hält dieser Buß ein Auge auf mich. Ein durchaus zufriedenstellendes Arrangement. Na siehste. Ich möchte mehr über die Eingeborenen wissen. Ich würde meinen, sie stehen anderen eingeborenen Stämmen in nichts nach. Sie betreiben ebenso wie diese allerlei Hexenwerk. Und ihre sozialen Strukturen sind recht ähnlich. Der grundlegende Unterschied liegt darin, dass sie eine Art primitive Gottheit anbeten. Sie nennen es selbst das Orakel. Leider sind mir fundiertere Aussagen zu diesem Thema nicht möglich. Verstehe. Irgendeine Idee, was mit Hawkins los ist? Ein bisschen gaga ist er ja, ne? Als Schiffsarzt bin ich stets besorgt um die Gesundheit der Mannschaft. Die Symptome, die bei Hawkins auftreten, entsprechen nicht denen einer gewöhnlichen Tropenkrankheit. Mein vorläufiger Befund würde eher in Richtung einer Identitätsstörung deuten. Und das heißt? Einfach ausgedrückt, er ist nicht er selbst. Okay, das habe ich verstanden. Kannst du mir was beibringen? Ob ich dich etwas lehren kann? Da bin ich mir fast sicher. Also, Silberzunge lernen. Worte können wirksamer sein als die schärfste Klinge. Krämer lernen. Kann ich das lernen? So gut bin ich auch nicht. Schade. Alchemie, Ritualmeister? Nö, brauchen wir alles nicht. Jo, alles klar, danke dir, ne? So, meine Lieben, wir machen dann an dieser Stelle erstmal einen kleinen, ganz gemütlichen Break.
Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst entsprechende Däumlein da, Kommentare und Feedback natürlich sehr, sehr gerne unter Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann gerne gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin, euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.